Brötchen. So fluffig und so lecker. Wir wollen wissen, was macht ein gutes Brötchen aus? Und welche Brötchen sind eigentlich gesund? Wir fragen nach bei drei Fachleuten für Lebensmittelchemie. Und schauen in die Backstube von Brotfee Heidi Schlautmann. Sie verrät uns, wie Brötchen auch zu Hause gelingen. Zwei Rezepte wollen wir ausprobieren. Klassische Brötchen aus Weizenmehl. Und als Alternative Dinkel-Roggenbrötchen. Sehen ja beide lecker aus, aber ist so ein Dinkel-Roggenbrötchen per se gesünder als ein klassisches helles aus Weizenmehl? Was sagt die Forscherin? Per se kann man nicht sagen, dass Weizenbrötchen oder Dinkelbrötchen oder Roggenbrötchen gesünder oder ungesünder sind. Die Mehlsorte ist eher Geschmackssache. Zumindest wenn man keine Unverträglichkeiten hat. Heidis erster Kniff für ein bekömmliches Brötchen ist auf jeden Fall erstmal der Vorteig. Wasser, Salz und Hefe werden mit Mehl verrührt. Wir brauchen den Vorteig, damit wir schon die Hefe ein bisschen vermehren können. Deswegen können wir hier ganz wenig Hefe auch einsetzen. Der reift dann die ganze Nacht über, die Hefe vermehrt sich. Und das hat den großen Vorteil, dass wir am nächsten Tag nicht ganz so viel Hefe in die Brötchen reingeben müssen. Das zahlt sich im Aroma aus und natürlich auch in der Verträglichkeit dann später bei den Brötchen. Über Nacht arbeitet die Hefe. Ihre Enzyme spalten dabei die Stärke aus dem Mehl auf. Es entstehen Zucker, Alkohol, Säuren und CO2. Dadurch bilden sich Aromen. Und das braucht Zeit. Der nächste Tag. Jetzt geht's weiter. Zum Weizenvorteig kommt nur noch einmal Mehl, Wasser und als kleiner Geschmacksbooster Milch und Honig. Zum Dinkel-Roggenteig gibt Heidi beim Kneten eine Mischung aus Saaten und Kernen, unter anderem Sonnenblumenkerne. Das macht das Ganze schön knackig. Der Teig darf beim Kneten nicht zu warm werden. Zwischen 24 und 26 Grad sind ideal. Auch wichtig, der Fenstertest. Der zeigt, dass die Struktur richtig gut ausgeknetet ist. Er ist schön glatt, er ist schön elastisch. Und das hilft uns später enorm, ein schönes, fluffiges Brötchen zu backen. Nach dem Kneten muss der Teig noch einmal ruhen. Während dieser Stockgare geht der Teig weiter auf und wird lockerer. Bei den Brötchen ist die Art der Zubereitung entscheidend. Das Mehl gibt nicht allzu viel Geschmack. Die Hefe bringt Geschmack mit rein bei der Fermentation. Und auch das Salz ist hier wichtig, damit sich dann insgesamt ein schöner Aroma- und Geschmackseindruck ausbildet. Katharina Scherf untersucht am Karlsruher Institut für Technologie die Eigenschaften unterschiedlicher Rezepturen. Entscheidend für die Frage, wie gesund ein Brötchen ist, ist nicht so sehr die Getreideart. Weizen und Dinkel zum Beispiel sind eng verwandt. Gesünder ist ein Brötchen, wenn das volle Korn verwendet wird. Das besteht aus einer nährstoffreichen Schale, dem fetthaltigen Keimling und dem Mehlkörper. Beim Auszugsmehl dagegen wird nur der Mehlkörper vermahlen, der zum Großteil aus Stärke und dem Klebereiweiß Gluten besteht. Im Brötchen kann man ganz grundsätzlich sagen, Vollkorn ist immer gesünder als Brötchen aus weißem Mehl. Das ist einfach aufgrund der Inhaltsstoffe im Vollkornmehl so. Vollkornmehl enthält mehr Mineralstoffe, mehr Vitamine und auch mehr Ballaststoffe, die eben für eine gesunde Ernährung wichtig sind. Und bei einem Brötchen aus Auszugsmehl steigt der Blutzuckerspiegel schneller an und fällt danach auch steiler ab. Beim Vollkornmehl dagegen sorgen die Ballaststoffe dafür, dass es länger satt macht. Die Kurve fällt langsamer. Nach einer knappen Stunde Teigruhe formt Heidi jetzt die Brötchen. Das Schleifen über den Tisch sorgt für eine straffere Oberfläche. So bleibt das Brötchen später in Form. Dann reifen die Teiglinge eine weitere Stunde. Insgesamt sind seit dem Ansetzen des Vorteigs schon rund 20 Stunden vergangen. Auch große Bäckereien berücksichtigen immer häufiger eine lange Teigführung. Das sorgt für eine bessere Bekömmlichkeit. Forscher haben außerdem herausgefunden, das Gebäck bleibt dann länger frisch, Mineralstoffe sind leichter verfügbar.
Und die Hefe kann Zuckermoleküle aus dem Mehl besser abbauen. Zu diesen gehören auch sogenannte FODMAPs, die Unverträglichkeiten auslösen können. Und zwar haben wir festgestellt, wenn man jetzt das relativ schnell verbackt, wie es auch in jedem Hausfrauenbackbuch steht, da steht nämlich, lassen Sie den Teig eine halbe Stunde gehen und backen dann, dann sind alle FODMAPs noch drin. Auch nach einer Stunde Gehzeit sind noch alle FODMAPs im Teig enthalten. Nach 2,5 Stunden sind es nur noch gut 30%. Und nach 4,5 Stunden sind fast alle FODMAPs abgebaut. Nur noch 10% verbleiben. Normalerweise findet die Verdauung solcher Zuckermoleküle im Dünndarm statt. FODMAPs werden bei Menschen mit Unverträglichkeiten hier aber nur schlecht aufgenommen und können so in den Dickdarm gelangen. Dort werden sie von Darmbakterien aufgespalten. Dabei entstehen unter anderem Gase. Es kann zu Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall kommen. Betroffen sind vor allem Menschen mit einer speziellen Ausprägung des Reizdarmsyndroms. Zu einem gut bekömmlichen Brötchen gehört also eine ausreichende Gehzeit. Wer es genau wissen will, kann bei seinem Bäcker nachfragen. Jetzt sind unsere Teiglinge bereit für den Ofen. Das Einschneiden sorgt dafür, dass die Brötchen beim Backen kontrolliert aufreißen. Wichtig beim Backvorgang selbst ist das Schwaden. Die zugeführte Feuchtigkeit verdampft, legt sich auf die Teigoberfläche und hält sie elastisch. Später entsteht dadurch eine schöne Kruste. Ein Aufwand, der sich lohnt. Manchmal soll es aber einfach schnell gehen. Dann greifen viele auch mal zu Aufbackbrötchen. Warten hier ungesunde Überraschungen? Ein Test bei einem unabhängigen Lebensmittellabor wird es zeigen. Die Wissenschaftler untersuchten 10 Sorten Aufbackbrötchen, gekauft bei Supermärkten und Discountern. Sind hier Glyphosat-Rückstände zu finden, also Spuren jenes immer noch häufig eingesetzten Unkrautvernichtungsmittels? Oder gesundheitsschädliche Schimmelpilzgifte? Und was ist mit Acrylamid, das beim Erhitzen von stark stärkehaltigen Lebensmitteln entsteht, zum Beispiel beim Backen? Zunächst aber die Frage an 3 Brötchen-Tester vom Fach. Wie schmecken Ihnen die Aufbackbrötchen? Ist jetzt für mich nicht mehr als eine Wurstunterlage. Das wäre mir definitiv zu süß, das Brötchen. Ja. Das ist wieder so ein ganz leises Knuspern. Ja, das kann man gut sonntags essen, damit meine Nachbarn nicht stört. Geschmacklich überzeugen diese Aufbackbrötchen eher nicht. Dafür gibt es aber Entwarnung aus dem Labor. Gute Nachrichten für die Verbraucher. Die Glyphosat-Untersuchung war negativ, haben wir also nichts nachweisen können. Schimmelpilzgifte waren nur in ganz geringen Spuren nachweisbar. Und das Acrylamid, das wir sowohl im ungebackenen wie auch im fertig gebackenen Zustand analysiert haben, war weit unterhalb des Richtwertes. Fazit: Die Aufbackbrötchen waren zwar unbedenklich, aber halt nicht jedermanns Geschmack. In der Backstube kommen die Brötchen jetzt aus dem Ofen. Heidi hat zur Verkostung Freunde eingeladen. Bei denen kommt das Dinkel-Roggenbrötchen heute am besten an. Schön knusprig. Man schmeckt auch die Körner raus, die noch innen drin sind. Ist gut. Körner ist für mich einfach das Beste. Mit Know-how und ein wenig Erfahrung gelingen leckere und gesunde Brötchen auch zu Hause. Arbeit vergessen, es wollen alle essen. Es ruhen alle Pfötchen, schnell her mit den Brötchen. Frische Brötchen, frische Brötchen.